Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Und wir werden jetzt hier mal weiter schauen, dass wir diese Leichtbauteile bauen. Ich sollte wahrscheinlich auch nochmal ein paar Drohnen bauen. Da ist so viel, was anscheinend repariert werden muss. Bauen wir davon mal welche und hauen die einfach irgendwo hin. So, und wir müssen gucken, dass wir das Zeug jetzt nach unten bekommen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Da müssten wir quasi in, ja, nochmal rein. Dann da raus. Dann den könnte man nach unten setzen. Dann den drehen. Und jetzt wird es aber ein bisschen knapp, glaube ich. Naja. Das passt nicht ganz. Aber wir können den nochmal wegsetzen hierhin. Das weg. Den eins weiter. Den dahin. Und so. Und jetzt hätten wir hier sämtliche Materialien zur Verfügung. Das hier ist natürlich eine etwas mehr unbrauchbare Konstellation hier. Da kann man halt nichts mehr zwischenhauen. Aber, ja, da müsste ich mal gucken, dass ich das irgendwie vielleicht sogar rüberbringe. Weil die sind ja hier auch noch nicht wirklich nötig. Das hatte ich ja vorher auch nur so gebaut, weil ich da noch nichts Besseres an Optionen hatte. So, machen wir hier den mal erstmal so weiter. Das macht zwar jetzt so keinen wirklichen Sinn, aber oh, und da macht's blöd. Dann müssen wir mal gerade gucken, dass wir da rüberkommen. Oh, und da ist auch noch was kaputt. Und das wurde nicht repariert. Hm. Hatte ich die Roboter jetzt gebaut oder war das? Okay, das ist auch weiter oben. Aber ich guck mal gerade wegen den Robotern. Da sind sie. Okay. Dann gucken wir nochmal. Da unten war auch noch eins, wo keine Munition da war. ...48, 38. Da kommen sie. Das sieht an sich sehr gut aus. Ja. Das hat sehr schön funktioniert. Ah, jetzt greifen sie unten und oben an. Das ist aber ein kleiner. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt zerstört wurde. Ich glaube, das wird mit dem nächsten Patch auch besser, dass man halt sehen kann, wo was kaputt gegangen ist. Aber gehen wir jetzt erstmal nach oben. Da ist einer kaputt, ja. Kann ich auch gerade nichts neu bauen. Ah, die haben auch keine Ammo mehr. Ja, das ist natürlich eines der Ziele hier, was ich erreichen will, dass ich die dann irgendwann automatisch befüllen kann. Denn das ist ein bisschen annoying und zeitconsuming.
Und dann müssen wir unten auch nochmal hin und die Teile nachfüllen. Und so langsam kriege ich einen Krampf im Arm. So. Nach unten. Kann auch sein, dass die Teile keine Werkzeuge mehr haben. Dann müsste ich da vielleicht nochmal was von abgreifen. So, dann gehen wir mal zu den Werkzeugen. Ah, shit, die haben auch nichts mehr. Okay. Nach oben speichern wir nochmal. Fortfahren. So, wo hatte ich die Werkzeuge gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Da. Zu viel. Das ist aber egal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die das dann hier abtransportieren. Das war, ja, scheint zu funktionieren. Und dann hau ich da noch mehr rein. So. Mhm. Beschädigt, da kümmern die sich aber drum. Eisenplatten. Wenn wir Eisenplatten gesammelt haben, dann macht es wieder Sinn, die hier rein zu stopfen. Die bekommen immer noch zu wenig. Aber da kann ich nun nicht mehr viel tun, um das noch zu verbessern. Ich könnte natürlich hier noch eins dazu bauen. Oder noch zwei. So, getroffen. Ja. Und dann bauen wir einen davon. Geht hier rein und da raus. Aber jetzt hatten wir... Ach, der ist auch alle. Dann baue ich mal einen hier hin, der da ein bisschen das dann umsortiert auf das andere. Ja, und dann bauen wir da aber noch einen hin. Naja, das ist zu wenig. Die hauen auch alles auf die andere Seite. Dann machen wir das ein bisschen anders. So. Ach, der ist auch leer. Naja, ich bräuchte halt auch diese Produktivitätsmodule. Da können wir mal gerade einfach ein paar nebenher bauen. Okay. Dann machen wir hier weiter. Also. Das sollte kürzer werden. Mhm.
Ach, jetzt bin ich damit noch beschäftigt. So. Okay. Und das hier könnten wir daneben hochfahren lassen. Oh, da gehen mehrere Sachen. Ach, das sind Drohnen. Gegen die. Und eine Wand. Ja, da kann ich leider nicht viel machen, wenn die die Wände reparieren wollen. Ich sollte wahrscheinlich hinten die Wände abreißen. So. Okay, also bauen wir mal diese Dinger da, um die ach, die hängen jetzt auch wieder hinten dran. Um die diese leichten Dingsapparate zu bauen, Leichtbauteile. Die hätten jetzt hier. Ja genau, das Zeug hätten, wäre da. Das ist jetzt wahrscheinlich sogar noch eins zu wenig. Ich könnte ja sogar das so runterholen. Naja, da hänge ich mich jetzt mal mit auf. So. Und das hier könnte ich noch ein wenig weiter ausbauen. Moment, wir haben jetzt hier 1, 2. Ich schätze mal, dass die das sogar recht schnell bauen können. Ja, 20 Kupferteile. Okay. Gucken wir mal, dass wir das so hinbekommen. Schneller Greifarm. Noch einen. Die könnten da jetzt ein bisschen problematisch werden. Müssen wir mal schauen. Für das Kupfer. Und dann brauchen sie ja noch einen langen für Stahl. Und dann hauen die das Zeug. Entsprechend hier wieder auf dem Fließband drauf. Dann werde ich mal gerade wieder rüberlaufen und die Fabriken verbessern. Ah, okay, da füllt sich jetzt auch was. Wohl wegen der Verbesserung dann. Kann da zwei reinsetzen? Das stapelt sich da ganz gut. Also die sind schon... Ja, fleißig am Forschen. Es fehlt das Blaue. Die kommen von da unten. Woran hapert es da? Wahrscheinlich wieder am Eisen. Motoren. Und für Motoren brauchen wir... Okay. Filtern. Aber auch nur, wenn wir das verstopft hatten. Okay, jetzt passt es wieder. Ja. Ich könnte sogar da oben noch ein Ding hinbauen.
Machen wir das auch gerade mal. Wie viel braucht man denn dafür, um einen so ein Ding zu erforschen? 3 Stück, okay, also die meisten. Dann würde das vielleicht sogar Sinn machen. Das macht doch eigentlich keinen Unterschied, aber das ein Server dann ist drunter bauen. Na doch, es könnte einen Unterschied machen, weil wir dann... Hier können wir... Müssen wir die jetzt andersrum abgreifen. So. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Seite die die rauslegen, wenn die von oben ankommen. Ich probiere es mal. Dauert halt jetzt eine Weile. Aber ja, die brauchen da schon ziemlich lang für. Okay. Dann wäre der nächste Schritt, weil wir jetzt alles an Einzelteilen haben, dieses Ding zu bauen. Wir bräuchten... Ja, alles aus den beiden da quasi. Das heißt, wir könnten den auch darüber bringen. Ja, es scheint das auf den richtigen zu setzen. Kein Strom mehr, weil da oben gekämpft wird. Und die leer sind. Dann müsste ich mich da nochmal mit beschäftigen. Aber erstmal machen wir das jetzt fertig. Mhm. Dann bauen wir da, sagen wir mal, 3 Stück hin. Dafür brauchen wir jetzt nochmal Eisen. Da liegt noch ein so ein Ding ein bisschen blöd rum. Ich meine, da hätte ich auch schon mal vorher einen hingesetzt und das, der wäre leer gewesen. Da brauche ich immer noch mehr von, als der einsammelt. Dann machen wir das mal 4 hoch. Die sind auf jeden Fall noch beschäftigt. Okay. Der... Doch, das würde auch passen. Dahin, dahin, dahin. Und dann brauchen wir noch ein paar Arme. Der müsste die da abgreifen. Dann machen wir die so. So. Und so. Flop, flop, flop. Und damit bauen wir jetzt die. Endlich geschafft. Das war schon ein ziemlicher Akt, die da jetzt, ups, das ist das Falsche. Und ja, die transportieren das hier entsprechend wieder ab. Können wir dann sogar nach oben bringen. Wobei das eigentlich Unsinn ist, weil die eh nicht mehr gebraucht werden für irgendwas anderes. Eigentlich könnte man die komplett rausbringen. Die werden ja sowieso hier drauf gestapelt. Das Problem jetzt an der Stelle ist, dass wir natürlich da keine weiteren Sources, also keinen Platz mehr haben. Die müsste ich dann da oben dran bauen. Was aber ja auch kein weiteres Problem ist. Wir müssten bloß...
Ja, hier dann eine riesen Reihe hinfahren. Und dann müssten wir da nochmal weitere Arme machen, die die Science quasi auch andersrum transportieren. So, also machen wir die mal erstmal so, dass die beidseitig klarkommen. Okay, und dann muss der das hier entsprechend auch noch abgreifen können. Aha. So. Das ist wahrscheinlich etwas. Mach mal ein bisschen anders. Ups. Ein bisschen fragil. Das mache ich anders, weil wer weiß, was ich da noch alles bauen muss. Und hier jetzt einfach ein bisschen mehr zu hinzuflanschen, das ist kein Akt. Gehen wir da weiter nach unten. Da werden wir wohl noch mehr von brauchen. Noch eine ganze Menge mehr. Ja, kein Strom mehr. Es ist halt Nacht. Ich muss gucken, dass die tagsüber dann auch entsprechend aufgefüllt werden. Ja, das macht so rum, glaube ich, keinen Sinn, weil die da eine zu hohe Chance haben, mit was anderem in Konflikt zu kommen. Deshalb werde ich jetzt einfach nach unten fahren. Fahren wir hier raus und dann möglichst weit weg. Und hier die Linie können wir sowieso nicht verwenden. So. So, Reichweite. Ja, vielleicht musste ich auch nicht ganz so weit weg, aber... Machen wir das jetzt mal so. Und das sollte wahrscheinlich ganz gut so passen. Dauert natürlich Ewigkeiten, bis es da ist, aber das sollte schon gehen. Wir haben übrigens, sehe ich jetzt gerade, da unten auch noch Öl. Also wenn wir... Und da ist Kohle. Also wenn wir uns ausbreiten müssen, dann wäre das noch eine Option. Also neben dem links oben, wenn wir kein Eisen mehr hätten. Was wir jetzt... Jetzt haben wir die andere Forschung. Jetzt fehlt uns natürlich noch die dritte. Also was ist die dritte? Die nächste Forschung mit den Gleisen. Das werden wir aber jetzt mal erstmal nicht angehen. Sondern ich werde jetzt erstmal schauen, dass wir nochmal
mehr Energie bekommen. Weil so ein Energieengpass ist dann schon blöd, wenn man angegriffen wird. Komponenten, Batterien. Brauchen wir auch wieder Eisen und Schaltkreise. Das hier ist alles dicht. Okay. Die sind komplett voll da. Ja. Die blauen fehlen aktuell. Die sind aber ordentlich am Produzieren. Da könnte ich so ein Beschleunigungsmodul reinbauen. Energieverbrauch und dafür mehr Tempo. Dann bauen wir mal noch so eins. Kann man leider nicht nach vorne setzen. Oder wenn es doch geht, weiß ich nicht wie. Dann können wir mal gerade die Zeit nutzen. Mit dem Nachladen von Munition. Ich meine, idealerweise würde ich die sowieso alle irgendwann mit Lasern ersetzen wollen, weil die effizienter sind. Ich meine, das ist halt hier Eisen, was ich verballer. Die habe ich ja jetzt auch nicht ausgebaut auf die nächste Munitionsstufe, weil das einfach zu teuer ist. Oh, keine Munition mehr. Da müssen wir wohl nochmal zurück. Die sind jetzt über den Tag nicht wirklich aufgeladen worden. Mhm. Volles Inventar. Der ist fast leer. Oh, der hatte 60. Ja, gut. Hat er ein bisschen mehr? Solarpanel nicht einfügen. Ungünstig. Und kein Strom mehr. Jetzt können wir die Solarpanels wieder einfügen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom. Ich mache das jetzt mal anders, dass ich so
Sieht aber schön aus. Dass wir das bauen. So. Genau. Und dann bauen wir, machen wir das jetzt gerade mal automatisiert, weil die Herstellung von den Dingern dauert einfach zu lang. Bauen wir da, wo sind sie? Da. Die müsste man dann zwar da einfügen. Aber ich glaube, das ist immer noch sinnvoller. Die Platinen, davon habe ich auch nicht so viele über. Also die müsste ich schon noch manuell herstellen. Oder die würde ich halt nebenher bauen. Ja. Die müssen auf jeden Fall tagsüber auf 100% aufgeladen werden. Wenn ich das nicht schaffe, dann besteht noch ein Problem. Okay. Ich kann mal die Forschungssuppe wegbringen. Unten. Okay. Oh, und da oben. Da ist aber alles gut gegangen. Da hat aber auch keiner keine Munition mehr. Ja, wenn ich diese Produktivität erforscht habe, werde ich das mal mit den Kisten erforschen. Ja, da könnte man zwar noch mehr reinhauen, aber... Ja, die brauchen Unmengen davon. Aber die wurden ja auch massiv hier verarbeitet. Da will ich eigentlich nicht eingreifen. Ach, da habe ich jetzt trotzdem wieder Suppe. Habe ich wohl nicht alles weggelegt. Ich leere aus. Da. Da ist was kaputt. Ammo. Es wird noch gerade voll.
Zwei Panels. Ja, ich glaube, zwei davon waren ein bisschen viel. Die kriege ich sowieso nicht voll. Wir brauchen davon einfach zu viel. Die machen wir mal weg. Ich könnte natürlich noch mehr hiervon verarbeiten. Aber ich glaube, das lasse ich mal so. Na, den binden wir dann auch noch an. Das sieht wieder ganz gut aus. Speichern. So. Okay. Die brauchen mehr von diesen Bauteilen. Die sind... Okay, der bräuchte mehr Plastik. Und Kupfer, weil er überhaupt keinen Zugriff darauf hat, weil ich das komplett vergessen habe, irgendwie das da runterzuziehen. Dann kann der auch nicht viel bauen. Oh, und da ist irgendwas schiefgelaufen. Wieso ist da ein... Sind da Rohre drauf? Okay, das Problem ist, glaube ich, hier. Das war einfach nie exklusiv für Stahl da. Okay. Die Rohre würden das natürlich da ein bisschen kaputt machen. Da kommt aber jetzt aktuell zu wenig Stahl bei raus. Ah, das war falsch. Die brauche ich nicht. Filtern. Ja, wobei das jetzt da eigentlich auch wenig Sinn macht. Moment. Dann machen wir den hier hin. Der nimmt Stahl. Genau. Das ist jetzt noch das, was unterirdisch war. So. Damit sollte das jetzt funktionieren. Aber es scheint so, als wenn wir hier... jetzt doch zu wenig Stahl bekommen würden. Was aber daran liegt, dass hier auch zu wenig Eisen runterkommt. Das hier ist voll. Oh, das habe ich irgendwie komplett verplant. Ne, doch nicht. Habe ich nicht verplant anzuschließen. Der kann da bloß nicht unten mehr hinpacken. Und die haben nichts zu tun, weil da zu wenig Eisen runterkommt. Weil ich das nach oben mit am Transportieren bin, was ja an sich okay ist. Aber hier kommt unten zu wenig bei raus. Puh. Okay. Ja, aber lange wird das nicht mehr halten. Die sind auch... Ah, okay, ja. Die sind auch alle leer. Der ist auch leer. Und der auch.
Okay. Ja, dann ist das auf jeden Fall das nächste Ziel. Ich muss hier das Stahldingen da Nachschub bekommen. Und dafür wäre es wahrscheinlich sinnvoll, eine Zugstrecke zu bauen nach da oben irgendwo. Ja, oder ich expandiere das Gebiet bis dahin. Oder beides. Ach, da ist auch noch was kaputt. Ich werde wohl die Ecke hier weiter schützen müssen. Und hier eine Menge zusätzliche Türme bauen. Ich müsste wahrscheinlich erstmal ordentlich Türme haben und dann dahin und alles schnell einbauen. Oh, da kommt wieder eine Gruppe. Speichern wir nochmal. Na gut, die haben nichts getan. Also werden wir mal weiter Türme bauen. Schön. Bergbauproduktivität ist auch bald verbessert. Der hier macht nicht mehr genug. Oder der macht überhaupt nichts mehr. Dann bauen wir hier halt noch eins hin. Zack. Kupfer haben wir noch ganz gut. So, ja, also wie kriegen wir das hier oben am besten angebunden? Macht ein Zug da Sinn? Wahrscheinlich ja. Müssen wir das aber mit unseren Türmen weiter ausbauen? Wahrscheinlich auch. Sie müsste wahrscheinlich hier weiter eine Reihe hinbauen. Und das hier nochmal komplett alles einverleiben. Das ist aber ein massiver Konstruktionsaufwand. Was brauchen wir denn für die Türme noch? Vor allem Dingen elektronische Schaltkreise. Das Problem hatten wir ja. Puh. Da habe ich aber insgesamt. Der hat keine Batterien und keinen Stahl. Ups. Na, das hatte ich auch irgendwann angemerkt, dass ich das noch machen müsste. Hab's dann aber trotzdem vergessen. Okay. Eigentlich wollte ich ja auch nicht alle davon in Betrieb nehmen. Jetzt habe ich es doch gemacht. Aber dann ist es halt kein Drama, wenn davon zwei nichts produzieren. Und das staut sich ja hier verhältnismäßig schnell. Also die werden halt nicht eine brutale Überproduktion haben. Und das hier macht eigentlich auch keinen
Naja, gut, aber dann ist das halt hier so drüber. Also das hier ist an sich unnötiges Kabelgedönse. Wir haben hier noch eine Menge Kabel über. Also ich glaube, ich werde jetzt dann doch da noch Platinen bauen. Auch wenn das jetzt nur für... Machen wir denn sogar hier vorne hin. Das sieht schon krass aus, wie die da am Rumhantieren sind. Ne, Moment, die braucht man ja nicht. Was brauchte man? Da brauchte man noch Eisenplatten für. Könnte man hier machen. Ja, dann machen wir da noch eins zusätzlich rein. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Also das zu bauen ist kein Problem. Aber... Na, der ist zu langsam. Aber die... wegzubringen nach hier unten, das könnte schon ein bisschen knifflig werden. Ach, der tütet die hier ein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Das ist auf jeden Fall ein bisschen Overkill. Ach, okay, der hatte die nicht eingetütet. Jetzt erinnere ich mich wieder. Sondern das war eigentlich nur ein Buffer, damit der die rüber transportiert. Aber dadurch, dass das hier voll ist... Ja, okay, das passt so. Also dann füllt er jetzt da die 100 auf. Oder 50. So, dann ist das voll. Aber wie kriegen wir die jetzt nach da unten? Moment, ich speichere jetzt nochmal. So. Wir können das ja... da drauflegen. Das ist erstmal der einfache Teil. Und jetzt wird's kompliziert. Die sind das hier sowieso... Okay, die könnten wir... verschnellern, indem wir da halt nur einen nehmen. Oder verkleinern, so gesehen. Aber ich krieg hier halt keine Kurve. Da bräuchten wir halt... Okay, aber da brauchen die ja das nicht dauerhaft. Das heißt, der kann da rein. Und da wieder raus. Das macht aber keinen Unterschied. Der müsste da rein. Und da wieder raus. Und... Ah, Produktivität. Wunderbar. Könnte man noch eins, aber das können wir gerade nicht erforschen. Was wir jetzt machen müssen, wäre... Na, was das müssen, aber wäre sehr schön, wenn wir diese Kistensortiererei hätten. Dann könnte man das nämlich auch mit Drohnen hoffentlich erledigen. So, also, um das hier zu machen, müssten wir das um eins nach oben sortieren. Oder aber wir machen hier einfach dasselbe auch nochmal, weil die brauchen wir da auch nicht.
So, so. Okay, der passt nicht. Der schon. Ich glaube, das macht das kaputt. Ah, Moment, der fällt dann auch auf die andere Seite. Also machen wir das einfach so. Und dann greifen wir die hier raus. Ja. Jetzt hoffe ich noch, dass der die richtig hinlegt. Ja, wunderbar. Wenn die davon aber auch weniger produzieren, dann sollten davon zwangsläufig auch mehr übrig sein. Es fehlen noch die blauen. Denen fehlt wahrscheinlich nach wie vor der Stahl oder was? Nein, die sind fleißig am Arbeiten. Schneller! Objekte beschädigt, okay. Vier Stück. Da ist auch Munition aus. Naja, da stellen die sich jetzt blöd an, leider. Das sind 11 Stück. Da muss ich nochmal, auch wenn das jetzt doof ist, dass ich das nochmal machen muss. Aber das war etwas 11 Drohnen. Den ganzen Mist nochmal bauen, das ist wahrscheinlich zu ja, umständlich. Aber das war jetzt hier verhältnismäßig einfach umzusetzen. Einfach das dahin, das dahin. Das da. Ach Moment, da müssen wir die schnelleren bauen. Da, da. Dann ziehen wir die hier raus. Kommen hier rein. So, auch mal den. Und der bringt die rüber und fertig. Speichern. Und da müssen wir mal gucken, dass wir uns um die Typen da kümmern. Aber das ist so eine Sache, die werde ich auch nicht wirklich lösen können. Es sei denn, ich baue die Wände nicht ganz so weit nach außen auf. Ja. Da wollte ich dieses Sortierdingsbums bauen. So, dass sie da zumindest nicht mehr hin brauchen. Wäre natürlich dann auch noch nett, wenn man hier so Artillerie oder sowas haben würde. Das kommt sicherlich noch. Wenn wir das denn noch dann brauchen. Schaltkreise. Ja, wir haben aber jetzt keine Eisenplatten. Die sind am Bauen. Muss ich halt nur dann merken, dass man hier noch diesen Mist rumliegen hat. Äh.
Da wird irgendwas angezeigt, dass was kaputt wäre. Aber ich sehe nichts. Um erbaut zu werden. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich irgendwo was kaputt, was sie neu hinflanschen wollen würden. Dann füllen wir mal in der Zwischenzeit die Teile wieder auf. Jetzt müsste ja jeden Moment der Angriff kommen. Da kommen sie. Das bringt mich selber um, wenn die dann damit den Drohnen beschäftigt sind. Da habe ich leider effektiv nichts von. Also da müsste man leider zumindest eine Reihe abbauen. Wo sind die Mauern da? Ob das passt. Von. Davon brauchen wir mehr. Dafür bräuchten wir mehr Stahlträger. Wo bleiben sie? Hm. Ne, das macht keinen Sinn. Falsch. Da kommt aber auch gerade keiner. Ah, weird. Dann eben noch recht schnell angegriffen. Alles super. Hier habe ich halt den Vorteil, dass die Mauern nicht in dem Bereich sind, wo das maintained wird. Vielleicht sollte ich das auch machen, hier an der Stelle. Dass die Mauern quasi da für Niemandsland sind. Dann kann ich die nämlich auch lassen. Den brauche ich dafür noch nicht mal. Okay. Wir haben jetzt hier alles gecovert. Oh, rechts unten. Blöd, blöd, blöd. Okay. Jetzt hat sich da oben den Angriff auch noch nicht abgewehrt. Also ich reiß jetzt einfach das Ding ab. Dann sollte das da... Da kommen sie. So. Ich glaube, ist eine Mauer kaputt gegangen, das ist egal.
Okay. Speichern. Da müssen wir das oben verteidigen. Ich muss dann auch erstmal einen Schnitt machen. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal erstmal verteidigen und dann gucken, dass wir ja, Verteidigung, also vor allem Dingen Türme aufbauen. Die platziere ich dann erstmal dahin. Aber die muss ich dann wahrscheinlich wieder einsammeln und dann hier ein bisschen gezielter positionieren, dass wir dann uns das Eisen holen können, weil ich glaube, das wird uns sehr, sehr bald ausgehen. Und wenn wir dann quasi eine Periode lang ohne Eisen dastehen, dann ist es auch vorbei, dass man das Eisen noch bekommt. Also da müsste ich vorsorglich schon das Eisen bekommen, mir das Eisen holen, damit das überhaupt ausgehen kann. Sonst bin ich wahrscheinlich im Eimer. Also schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Bis denne!